Forellen Ja. im Kalksteintagebau. Ja. Ja, ob es das noch irgendwo gibt, keine Ahnung. War zu Ostzeiten so, dass viele Betriebe außer ihren normalen Ablauf eben auch andere Sachen eben herstellen sollten. Hat dann eben viele so neuerer, wie es denn damals auch hieß, denn auf den Plan gerufen. So hatte Zementwerk zum Beispiel Kissen genäht. Denn über die Förderbänder wurde der Kalkstein ja zum Zementwerk transportiert und da wurde aus Förderbandgummi Rundbecken hergestellt, wo sich denn die Fische tummeln konnten. Ja, und das war so gewesen nach der Wende. Dann wurde das Zementwerk verkauft. Alles, was jetzt nicht zum Kalk und Zement gehörte, wurde eben nach der Wende auch entlassen. Geändert hat sich natürlich eben die Arbeitszeit. Ja. Früher hat man zwar 8 3/4 Stunden Arbeit gehabt, aber normalerweise hat man frei gehabt. Und wenn man dann Wochenende arbeiten gegangen ist, hat man sich das dann als Überstunden bezahlen lassen. Und heute ist es so, die Fische, wie gesagt, die müssen eben Sonnabend, Sonntag und auch feiertags gefüttert werden. Und der Mitarbeiter, den habe ich selber ausgebildet. Und auch die Vermarktung, die wir ja damals eben nicht so hatten. Wir waren eigentlich nur mit der Produktion beschäftigt. Und heute muss man eben jede Woche 3-mal eben die Fische vermarkten, damit man sie auch dann eben an Mann kriegt.